Ja, schönen guten Tag. Diesmal eine Runde Panzer Corps 2. Der spanische Bürgerkrieg ruht nicht, also es geht immer weiter. Und ich habe zwischendurch nichts mehr gemacht, aber beim letzten Mal hatten wir die zweite Mission fertig, die ja schon ein bisschen länger ging. Und ja, da bin ich auch schon in die dritte quasi reingesprungen, aber habe noch nichts gemacht. Also ich habe noch keine Truppen aufgefüllt, habe noch nicht gecheckt, was es jetzt alles so gibt. Und ja, diese Map diesmal ist ziemlich groß. Also wir müssen hier schon ein bisschen was an ja, Distanz machen. Und die Sache ist, also ihr seht das hier, 10. September 36, Merida, das ist halt die Mission jetzt gerade. Und die Idee ist, wir müssen drei Siegfelder auf jeden Fall kontrollieren. Das ist das Primärziel. Mit einem starten wir, das ist hier unten. Hier ist eins, da ist eins. Und genau, ach okay, hier ist noch eins und der Rest ist, meine ich, optional. Also hier oben ist zwar noch eins, da ist eins, aber die Sache ist, hier ist halt ein Fluss, ja, der uns trennt von dem, ja, vom weiteren Vorrücken hier oben halt. Und ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie das mit Brückenpionieren war, ob die auch über diese Flüsse drüber können. Ich meine schon, deswegen wäre das vielleicht eine Mission, wo wir mal Brückenpioniere anheuern und die mitnehmen. Ich muss auf jeden Fall erstmal gucken. Drei Siegfelder würden ja reichen. Das heißt, es wird reichen, wenn ich einfach zwei Dinger einnehme. Aber als Bonus bekomme ich nämlich noch Punkte. Und zwar zum einen, wenn ich fünf Felder insgesamt habe. Das heißt, ich muss mein Feld halten, die drei einnehmen und das hier oben auf jeden Fall holen. Also es ist schon nicht ohne. Ja, und als Bonus habe ich noch das hier, dass ich diese Stadt einnehme. Ist hier relativ offen, eigentlich sehr gut für Panzer. Aber hier oben bin ich mir nicht so ganz sicher. Also das ist hier ziemlich eng und ich weiß auch nicht. Müssen wir einfach mal gucken, wie die Mission so läuft. Ich kann wieder meine Leute befehligen. Ich habe hier ganz gut Kohle, aber wie gesagt, es ist noch nichts repariert oder so. Und es geht los, die ersten Einheiten machen so langsam Erfahrung und es macht einen großen Unterschied, ob ich Einheiten einfach hier, also ob ich normal Verluste ersetze oder ob ich Elite-Verluste ersetze. Also dass ihr halt, seht ihr ja da unten den Text. Ja, ne, also ich verliere dann quasi hier nicht so viel Erfahrung. Das werde ich auch mal machen. Soweit das geht und soweit es sinnvoll ist, ja, da weiß ich nicht. Bei meinen Flugzeugen wäre das wichtig, vor allem bei den Jägern, aber naja, die haben alle noch keine Erfahrung. Okay, dann füllen wir die einfach wieder auf. Hier haben wir die schwarze U vom letzten Mal, sehr schön. Ich glaube einfach, auch wenn die hier nicht viel Erfahrung haben, okay, der hat gerade so überlebt, aber naja. Den replenischen wir einfach so. Die Artillerie machen wir mal so. Okay, geht eigentlich von der Kohle. Dann werde ich das... Die Flugzeuge sind hier gar nicht mal teuer. Und sind ja auch jetzt nicht so geil. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Sowohl kohletechnisch als auch von den Einheiten. Ich kann auch nicht viel mehr dazu nehmen. Also ich habe nur noch zwei Felder frei. Das ist echt nicht viel und ich kann Hilfstruppen dazu haben wieder von den Italienern, aber ihr seht, 10 von 12 sind schon belegt mit den Truppen, die hier stationiert sind. Ja, und ich muss mal gucken, also hier direkt drüber, ich weiß nicht genau, ist natürlich auch sehr eng, vielleicht unterstütze ich die mit einer Artillerie, ich muss mal gucken, wo ich wie aufstellen kann. Hier ist auch der Gegner direkt schon ganz vorne dran und es ist nach wie vor so, ich kann halt keine Infanterie kaufen, aber für meine italienischen Verbündeten kann ich das machen. Ich glaube, ich werde das so machen, dann werden wir die zwei Felder tatsächlich mal mit Brückenpionieren auffüllen. Das ist jetzt zwar ein bisschen teuer mit Truck. Oder mache ich ohne Truck? Machen wir ohne Truck. Die ziehen wir dann einfach hinterher. Genau, und ich nehme zwei Stück. So. Falls ich tatsächlich hier oben hinkomme und dann noch rübergehe. Die Punkte, die man am Ende kriegt, das hattet ihr ja in der letzten Mission vielleicht noch gesehen. Ich hatte ja zuerst gedacht, das wäre was, womit ich meinen General dann aufbauen kann, also sich mehr Perks dazu nehmen. Ist nicht der Fall, sondern ich sammle die quasi und dann gibt es zwischendurch solche Entscheidungen, die zu treffen sind. Das ist echt neu, das ist sehr geil. Und dann kann ich dafür Punkte einsetzen. Das habe ich jetzt beim letzten Mal gemacht.
Was war das genau? Ich glaube, nee, Moment. Waren das? Das waren Prototypenpanzer, die ich gekriegt habe. Genau, so war es, glaube ich. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, nicht bei den Italienern, sondern bei den Deutschen. Hier, die Dinger habe ich nämlich gekriegt. Keine Ahnung. Also im Vergleich zu unserem Panzer 1 sind die besser. Sogar ein ganzes Stück, wie ihr da rechts seht, minimal langsamer, aber alle anderen Werte sind eigentlich besser, also Kampfkraft, Initiative und so weiter, vor allem auch gegen Infanterie, Verteidigung besser und die sind nur minimal teurer. Also eigentlich geil. 35 Stück ist jetzt auch nicht wenig. Das Ding ist nur, ich habe halt eigentlich gar nicht wirklich Platz dafür. Ich würde eigentlich lieber noch einen Jäger holen, weil die Jäger können halt hier nichts, ja, und wenn jetzt die Gegner hier wieder Flugzeuge, also es sind eine Menge Flugfelder hier, ja, weiß ich nicht. Also muss ich echt gucken, wie ich das mache. Eventuell verschiebe ich auch. Ja, wobei die Bomber sind auch. Also die Bomber sind eigentlich ganz cool gegen Fahrzeug. Aber man könnte überlegen, mal einen. Zum Beispiel hier einen in Reserve zu verschieben. Ja, es macht nur ein Feld frei und bei dem macht es zwei Felder frei. Ich kann die ja hinterher noch aufstellen, aber okay, pass auf, wir versuchen einfach mal was. Also, ich hole mir auf jeden Fall einmal einen Jäger. Hier belegt er drei Felder, hat aber eine gewisse Überstärke, okay. Kostet so gut wie gar nichts. Das Problem sind echt nur die Felder, die belegt werden. Und ich werde mir jetzt einen so einen Panzer hier holen, weil wenn nicht, dann wäre das ja irgendwie blödsinnig, dass ich dafür extra Punkte ausgegeben habe. So. Alles voll. Man könnte jetzt überlegen, irgendwas sonst noch nicht einzusetzen. Zum Beispiel so eine Panzerabwehr. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Sind beides die gleichen? Okay, ich setze eine hiervon noch in Reserve. Ah, wird nur ein Feld durch frei. Da könnte ich den Bomber wiederholen. Habe ich aber eigentlich keine Lust. Ich glaube, mit 1, also für 1 kriegt man auch nicht irgendwie wirklich was. Eigentlich geil, dass die Pack nur 1 kostet. Oder eine Luftabwehr wäre natürlich auch eine gute Idee. Ich glaube, das mache ich auch. Nehmen wir die dickere, weil Kohle habe ich ja. Artillerie wäre auch geil, aber nö. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich nehme mal eine Luftabwehr noch mit. Ich hatte ja mal gesagt, eigentlich, schade, dass hier nur Pferdewagen geht. Ich hatte ja gesagt, eigentlich finde ich es besser, dass man quasi die Luftabwehr über. Machen wir auch natürlich wieder mit Überstärke, weil kostet kein Einheitenfeld mehr. Wo war ich? Ach ja, genau, die Luftabwehr. Dass ich Luftabwehr lieber mit Flugzeugen mache. Also gegnerische Flugzeuge und Flugzeugen abschieße, weil hinterher die Flugzeuge ja auch zum Bombardieren und für alles Mögliche eingesetzt werden können. Und gegen die Luftabwehr, die hat auch so einen Modus, dass die auch als Pack schießen kann. Also die meisten haben es. Ich weiß nicht, ob das alle haben, aber eigentlich schon. Aber naja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Ist so wie in der letzten Mission, unsere nationalistischen Verbündeten haben. Bodentruppen, also hier Infanterie, die habe ich nicht. Italiener ja, aber naja, ne? Ja, und deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich das hier so mache. Die Brückenpioniere kommen erstmal nach hinten, weil ich die nachher nur nach. Okay, die können den Flughafen hier halten. Dann können die anderen eigentlich den Flughafen nach vorne halten. Wieso kriege ich die jetzt hier nicht mehr raus? Normalerweise war das so, wenn ich die nochmal anklicke. Okay. Also normalerweise war das so, wenn ich die nochmal anklicke, dann Move from Reserve, Move to Reserve, Undeploy. Ne, dann konnte ich die einzeln hier rausnehmen. Das kann ich jetzt aber nicht. Wieso ist das so? Wenn ich jetzt hier na, Undeploy all, aber ich will ja gar nicht alle. Geht auch nicht. Sehr komisch. Naja, egal. Okay, dann stehen die jetzt halt so, die einen da, die anderen da. Ja, und jetzt die Sache. Also, das hier ist, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, eine Pack. Genau, da muss ich dann also aufpassen. Ansonsten wäre das hier mit Panzer natürlich schon ganz gut. So, und ich muss mit der Artillerie gucken. Also, eine Artillerie wird hier unten unterstützen, die andere wird hier unterstützen. Flugabwehr packen wir aufs Flugfeld. Flugzeuge machen wir gleich. So, aber mit den Panzern muss ich schauen. Ich kann halt hier die Infanterie nicht angreifen, ohne dass ich von der Pack da irgendwie einen draufkriege. Deswegen mache ich das auch erstmal nicht. Sieht ganz cool aus, dieses Ding eigentlich.
Ja, wie machen wir es? Hier sind Panzer eigentlich nicht so geil, wobei, vielleicht ja doch. Naja, das lassen wir mal schön da die Italiener machen. Und ich werde einfach mit meinen Panzern hier vorrücken und die direkt auch auf Angriff befehlen, damit die vorrücken. Das ist ein Gegnerfeld. Da steht eine Flugabwehr und eine Pack dahinter. Also auch eher was für Infanterie. Ja, meine Panzer hier, weil da werde ich erstmal nicht viel machen können. Den Aufklärer könnte ich... Ne, den stelle ich sogar noch dahin. Ne, wir stellen den hier vorne hin. So, wahrscheinlich sind ja hier auch überall Gegner jetzt und sowas. Und Panzer erstmal nach hier. So, jetzt fehlen noch die ganzen Flugzeuge. 1, 2, 3 Jäger. Stellen wir einen Jäger hier unten hin. Dann haben wir 1, 2 taktische. Das da ist der Aufklärer. Stellen wir auch hier hin. Und dann haben wir 2 strategische Bomber. Das sind die, die ähnlich wie Artillerie eher moralischen Schaden zufügen, Verschanzungen brechen, aber gar nicht so sehr da sind, um wirklich Schaden an Einheiten zu machen. Sehr geil, die Juwelen schwarz. Wobei, warte, zwei hier unten will ich eigentlich nicht. Jetzt kann ich, ach doch, den kann ich wieder wegnehmen. Vielleicht geht das dann mit den Hilfstruppen nicht. Sehr eigenartig auf jeden Fall. Na, ich stelle ihn trotzdem unten auf, weil hier, ich weiß nicht, ob hier oben nicht auch noch eine Luftabwehr hintersteht. Okay, ich stelle die hier auf. Ich klicke schon mal Order Allies to Attack. Eigentlich sollen die nicht das nächste Victory Hex angreifen da oben, sondern die sollen das hier alles einnehmen. Die sollen das hier sichern, damit ich mit meinen Panzern hier vorrücken kann. Das wäre so meine Idee, aber mal gucken. Ich habe in Reserve jetzt noch eine Pack, einen Bomber und noch einen strategischen Bomber. Falls ich jetzt irgendwie Einheiten verliere, dann kann ich die einfach nachholen. Ich habe auch einiges an Kohle gerade. Und ich würde sagen, ja, wir starten einfach mal. Nicht alle. Achso, okay, Helden. Ich habe noch einen Held. Da muss ich mal eben gucken, was das für einer ist. Neuer Held. Einen habe ich schon. Anführer plus eine Initiative der Verbündeten. Und dann habe ich hier minus 10% Genauigkeit, wenn wir die diese Einheit unter Beschuss nehmen. Ja, okay. Kommt der hier jetzt rein in diese geklaute Einheit. Ich weiß gar nicht, wo ich den anderen Helden habe. Sieht man hier unten eigentlich immer dran. Hier in diesem Panzer 1. Okay. Ja gut, dann starten wir jetzt. Ja, und ich bin auch als erster dran. Hier sind schon direkt Flugzeuge. Was natürlich geil ist für meine Luftabwehr, aber die müsste ich dann nach vorne ziehen. Wobei hier auch gehen würde, meine ich. Ja. Das da ist eine Artillerie. Ja. Die kann man eigentlich gut angreifen, es sei denn, da steht jetzt noch irgendwie eine Pack dahinter irgendwo. Dafür hat man eigentlich Aufklärer. Ja, das ist eine Luftabwehr. Okay, ja, weil dann könnte ich das eigentlich machen. Dann nehmen wir erstmal den. Echt eher so ein Anti-Infanterie-Panzer da. Mal kurz überlegen. Hier, die Pack deckt den, die Artillerie deckt den. Wenn ich die jetzt nochmal angreife, wird die auch von dieser Artillerie gedeckt. Trotzdem würde ich die gerne weghaben. Ah, ich weiß noch nicht. Das Flugzeug machen wir jetzt erstmal. Okay, nur Moralschaden ist natürlich nicht so rosig. Naja, da ist dann die Luftabwehr, die hilft bei ihm. Also war das ein Scheißzug, aber der hier geht auch. Ich glaube, ich setze den trotzdem ein, ja. Achso, nee, das war gar nicht die Luftabwehr. Der hat das andersrum angezeigt. Wenn ich den hier angreifen würde, hätte der Jäger mich natürlich angegriffen, logisch. So, das heißt hier kein Jäger, keine Luftabwehr, die ist nämlich da drüben. Dann könnte ich hier jetzt noch ein bisschen mit den Flugzeugen randalieren und meinen letzten Jäger als Schutz nehmen. Das ist doch eine gute Idee. Würde ich meinen. Warum minus 1, minus 1? Weil das doch eine Luftabwehr ist. Okay, hä? Ja, keine Ahnung. Die kann ich nicht angreifen. Die sind erhöht. Die kann ich nicht wirklich angreifen. Hier oben muss ich aufpassen. Okay, das wäre ganz gut.
darf diesen Flughafen auf gar keinen Fall verlieren. Das Ding ist, ich weiß halt nicht genau, was meine Verbündeten machen. Deswegen, tja. Geben hier mal Artillerieunterstützung. Ich könnte ihn jetzt hier hinziehen. Aber dann werden die runtergehen und den angreifen. Hier ist die Luftabwehr. Das ist aber alles nicht so ideal. Okay, dann ziehen wir die Pack hier drauf. Das ist noch okay. Dann werde ich nämlich vielleicht mit den Flugzeugen eher hier oben schon mal bombardieren. Und den einen Jäger, den ich noch habe, dann davor ziehen. Ja, das glaube ich besser. Wo ist er denn da? So. Ist nicht ideal, können ja trotzdem angegriffen werden von der anderen Seite oder so, aber immerhin. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt habe ich noch hier, da könnte ich, ne, das ist immer noch schlecht, dahin und ihn angreifen würde gehen. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, denn so kann die Artillerie nicht unterstützen, könnte sie nur, wenn sie dahinter steht. Das finde ich gut. Jetzt habe ich nämlich eine Einheit schon mal komplett weg. Schade, dass ich die nicht komplett habe. Okay, ist aber ganz in Ordnung. So, hier die darf ich bewegen, weil es ja Italiener sind. Sind aber normale, also keine Gebirgsjäger oder sowas. Das wird ganz gut. Trotzdem werden wir den Bomber vorher draufschicken. Oh geil, Flammenpanzer. Wir nehmen denen schon mal das Feld weg. Aber, wobei, ich kann sie sogar vielleicht einkesseln, glaube ich. Ja, sehr schön. Ja, das mache ich auch. Denn ich kann zwar nicht mehr angreifen, aber die sind jetzt nicht mehr im Truck genau, sondern laden wieder aus. So, die Artillerie ziehe ich hier hinterher. Die soll da unterstützen. Achso, wie immer hätte man ja mal zuerst mit dem Aufklärer drüber fliegen können. So, hier ist tatsächlich gerade nicht viel. Hier auch nicht. Da weiß ich halt noch nicht. Hier oben ist dann heftig. Da ist natürlich eine Luftabwehr. Und ich glaube, ich muss hier aufpassen, dass die nicht irgendwie hier rumkommen und mir dann auf den Sack gehen oder so. Okay, kann die Artillerie, könnte ich noch vorziehen? Aber die Frage ist, ob ich das will. Ja, ich ziehe sie hier hin, damit sie geschützt ist, falls Bomber hier irgendwo, falls da noch ein Bomber steht oder so, weil das ein Flugfeld ist und das da nicht. Okay, aber das eine. Und der jetzt hier, weil Artillerie wird immer gerne angegriffen, ist ja logisch. So, ich habe noch einen U-Bomber. Problem ist halt, ihr seht das hier, ne? Mehr Moralschaden. Hier kann ich nicht wirklich wegen der Luftabwehr. Da hat der andere schon... hier ist auch Luftabwehr und wird auch keinen Sinn machen. Da kommt aber auch gar nicht. Okay, nicht sehr hohe Reichweite. Meistens haben die strategisch eine höhere Reichweite. Ich meine, es ist ja eigentlich nur ein Transportflugzeug. Ich spare mir das, weil ich nicht weiß, was da steht. Okay, da macht er jetzt einfach mal eine Runde gar nichts. Und ich ziehe die Brückenpioniere trotzdem schon mal nach. Eigentlich brauche ich die gerade noch nicht, aber es ist immerhin eine Einheit mehr, die eventuell kämpfen könnte. Oder was besetzen oder so. Also ich ziehe einen hier lang, einen da lang. Dann passt das schon. So, ich klicke nochmal auf Attack. Und dann gucke ich mal, was meine Verbündeten jetzt machen. Ich hoffe mal, die rasieren hier. Ja, sehr schön. Perfekt. Das sieht echt ganz gut aus und die greifen auch die richtigen Einheiten an. Also hätten die jetzt die Infanterie hier nämlich angegriffen, dann hätten die ordentlich auf die Schnauze gekriegt. Das ist besser. Erstmal das hier wegmachen. Ja, die Infanterie hier, die wird ziemlich... wobei geht noch. 2 von 7 eingekesselt. Nicht eingekesselt, sondern hier eingegraben. Da unten, da. Weil je höher dieser Wert ist, desto stärker ist die Verteidigung von denen, weil die halt alles da befestigen und bla bla. Was dazu führt, dass so Einheiten und dann auch noch so wie da auf erhöhtem Gelände, dass so Einheiten ja kaum angreifbar sind. Also da muss man erstmal ein bisschen mit Artillerie draufhalten. Oder man nimmt halt Bomber, wenn man sie hat. Weil oh, viele Jäger. Ja, wobei, nee, waren nur zwei. Doch, da ist noch einer. Der eine war ein Bomber.
Nee, weil ansonsten hat man einfach mega hohe Verluste. Und das will man ja nicht. Ja, das ist jetzt der Gegnerzug, genau. Okay, sieht alles noch in Ordnung aus. Ich muss jetzt zum einen gucken, was ich gegen diese ganzen Flugzeuge mache. Also der da oben, der hat nicht so die Reichweite. Ich weiß nicht, ob der stationiert ist da oder hier vielleicht. Aber ich werde hier unten mit den Flugzeugen was abballern müssen. Das ist gut, das kriegen die. Hier muss ich supporten. Okay, geil, dass die eingekesselt sind. Da würde ich sagen, schießen wir gleich direkt nochmal mit der Artillerie drauf, um die Moral zu senken. Bam. So, jetzt könnte man nämlich überlegen, ob man angreift. 1-3 mit dem Panzer 1-5. Ich könnte auch genau sowas hier machen, wobei hier noch die Luftabwehr ist. Also erstmal die Luftabwehr machen. Ja. Oder erstmal die Artillerie natürlich. Nee, lieber die Luftabwehr. Sehr schön, hat sich ergeben. Ist perfekt, denn jetzt kann ich. Genau, einmal hier. Eigentlich auch einmal hier, aber vielleicht setze ich den noch anders ein, weiß ich noch nicht. Ich müsste den jetzt ja eigentlich relativ gut kaputt machen können. 1,5 trotzdem. Ja, das ist, glaube ich, wirklich, weil der erhöht steht. Ich könnte auch einfach nicht angreifen, das gleiche da die Infanterie machen lassen, aber ich weiß es nicht. Ah, doch. Also, ich mache das. Gehe hier auf die Artillerie. So, und dann werde ich nicht hier hochziehen, sondern hier nochmal auf die Artillerie gehen. Dann werde ich hier oben mit dem Bomber was machen. Jawohl, dann hole ich mir erstmal die Infanterie. Ist ein bisschen doof, das hier jetzt so aufzumachen, aber. Ah ja, geil, überrannt. Da kann ich sowieso nochmal. Aber ich will den gar nicht angreifen mit minus 1, minus 1. Scheinbar auch wieder ein besserer. Ich meine, sieht man ja schon, wie geil der aussieht. Besserer Panzer als meiner. Der hat da. Ich könnte natürlich jetzt erstmal mit so einem Bomber drauf und den dann angreifen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Minus 1 Moral. Okay, also von den Stats jetzt trotzdem nicht wirklich besser. Nee, dann lassen wir das. Artillerie, Luftabwehr kann gerade nicht viel machen, aber die covert hier halt, das ist in Ordnung. Meine Jäger randalieren gleich da unten, die Pack macht auch jetzt gerade nicht viel, da macht die Infanterie, das ist alles gezogen. Die Brückenpioniere ziehe ich nach. So, jetzt muss ich gleich mit den Italienern hier gucken, das Flugfeld kann ich einnehmen und ich muss vor allem hier diese scheiß Jäger alle kaputt machen. Weil das sind einige und die sind ja jetzt nicht so ganz schwach. Einmal so. Erstmal alle hinziehen. Minus 3, minus 2. Das geht mir so auf die Nerven, dass die so stark sind. Dann habe ich noch einen. Jetzt die Frage, ob ich den. Doch, ich ziehe den auch dahin, weil der eine hier hinten theoretisch den Bomber gleich auch angreifen könnte. Zwei verloren, einen abgeschossen. Naja. Okay, zwei verloren, drei abgeschossen. Ist natürlich gut. Einen verloren, zwei abgeschossen. Gut, da muss ich mit dem letzten auch noch drauf gehen. So, jetzt habe ich vier Jagdfliegerstaffeln gebraucht, um einen so eine Staffel da abzuschießen. Alter, das ist ja gar nicht. Naja. So, das hier ist Infanterie, könnte da hingehen. Oder hier hin. Nee, ich gehe dahin, weil. Ne, ich mache Folgendes. Ich gehe mit denen dahin. Scheiße, ich komme nicht auf den Hügel. Naja. Okay, dann nehmen die halt das hier ein. Weil ich hätte gern die zweite Einheit auf den Hügel gestellt. Der Flammenpanzer darf hier vorne ein bisschen was kaputt machen. Und der hätte vorher draufschießen sollen. Egal. Der kann aber jetzt so ein bisschen covern, hoffe ich, weil der steht erhöht. Genau, Artillerie kann gut covern. Schade, dass der da nicht hinkommt. Ich glaube, ja, wenn ich ihn zurückziehe.
Und die hier angreifen, da haben sie es schwer, aber hier nicht. Ziehe ich auf jeden Fall nach. Ja, hier wäre eine Luftabwehr natürlich jetzt auch nicht schlecht noch zusätzlich. Habe ich aber halt nicht. Okay, ich ziehe den hier rüber, damit der erhöht steht einfach. Und dann da vielleicht gleich was kaputt machen kann. Ja, hier auch einiges an Gegnern. Die könnten natürlich auch hier unten rumkommen. Muss ich aufpassen. Ja, also die Italiener da haben gut was zu tun. Wir können ja einmal mit dem Aufklärer drüber fliegen. Mal gucken, was. Okay, mehr ist das nicht. Das sind nur diese drei Infanterietrupps. Also überschaubar. Ich muss trotzdem aufpassen, dass die nicht hier runterkommen. Aber gut, das ist machbar. Mit der Flieger da, also der Jäger nervt ein bisschen. Das hier sieht gar nicht schlecht aus. Ich könnte überlegen, ob ich jetzt Sachen noch weiter nach vorne. Also wir ziehen die Pack mal nach hier vorne, aber ich weiß, warum denn nicht. Ich könnte die Artillerie weiter nach vorne ziehen. Ja, wobei, nee, das da ist ja ein Gegner. Dann ziehen wir mal hier die Luftabwehr auf unser Flugfeld. Nicht, dass der irgendwas Komisches macht. Das Flugfeld ist weg und alles ist tot. Wahrscheinlich geht das nicht, aber trotzdem. Ziehen wir die Artillerie hier hin. Und müssen unsere Verbündeten jetzt wieder zur Sache gehen lassen. Ich könnte trotzdem hier diesen Angriff machen. Ich kann es aber auch einfach sein lassen, weil keine Eile. Alles gut. Scheiße, ich wollte eigentlich hier Attack noch klicken. Habe ich jetzt nicht. Aber ich hoffe, okay, die machen ja trotzdem irgendwie was. Ich hoffe, der Befehl ist da noch drin. Das weiß ich halt nicht, wie das hier läuft. Also ob der sich erst ändert, wenn ich dann irgendwie einen anderen Befehl gebe oder so. Ich meine, die machen ja noch das, was sie machen sollen. So. Nachsetzen. Kaputt. Okay, die kommen von da oben. Auch erhöhtes Gelände. Wieso zählt... Ach, wegen ihm? Jo, wegen ihm zähle ich als eingekesselt. Das ist natürlich blöd. Oh, leichtes Ziel. Wenn der jetzt nicht wieder aus dem Truck rausgegangen ist. Na doch, ist er aber. Scheiße, der gute Flammenpanzer, Junge. Okay, vielleicht muss ich dann da jetzt gleich mit dem Bombern supporten. Muss ich mal schauen. Also. Tja. Wir haben den Jäger und den Bomber da stehen. Das ist echt richtig kacke mit dem Eingekesselten. Die Frage ist, ob ich jetzt hier direkt auf den Bomber gehe. Jagdbomber oder was? Weil ich meine, wenn der sich so gut wehren kann. Ja, ich glaube, ich gehe zuerst auf den. Noch ein. Zwei. Drei. Brauchen wieder alle dafür. Nee, das ist der falsche. Der letzte. Ja. Ja. Sehr schön, zwei abgeschossen. Und zwei verloren, aber das ist doch nicht so schön. Alter, zwei verloren, einen abgeschossen. Ist doch kacke. 2-2, naja. Okay, das heißt, ich kriege ihn jetzt noch nicht mal weg. Boah, ist das mies. Tja. Ist dann so. Ich glaube, ich gehe eher auf den. Und setze auch nicht nach. Der da muss halt weg. Sehr schön. So, jetzt ist er nicht. Okay, ich ziehe den sogar einmal zurück, weil ich keinen Bock habe, den zu verlieren. Auch wenn es nur Hilfstruppen sind, aber trotzdem. Da wäre 1-1, 1-2, 3-3.
Alles nicht so ideal, aber die erhöhte Position ist eigentlich nicht schlecht. Deswegen bleibe ich da, glaube ich, stehen und ich werde den einfach replenischen. Der bleibt da drin, die bleiben da. Oh, wobei, nee, die hier könnten noch weiter nach vorne gehen, weil das Flugfeld ist jetzt im Moment nicht so wichtig. Denn ich habe ja noch keine Einheiten da. Ich will das erhöhte Gelände haben. Ich muss die gleich auch replenischen, weil das ist ja schon jetzt hier nicht wenig. Die könnten gleich supporten, was natürlich ganz geil wäre. Jo, könnten sie jetzt sogar schon. Ich glaube, das machen wir auch. Hätte jetzt da eine Einheit gestanden, wäre der aufgehalten worden. Ist aber so nicht der Fall. Deswegen hoffentlich jetzt den überrennen. Jawohl, dann kann ich den nämlich auch noch angreifen. Das war gut. So, das war sogar sehr gut. Die können hier gleich kämpfen. Eher theoretisch, ich könnte auch erst kämpfen und dann hier noch so ein Feld einnehmen. Ist auch gut, aber vorher mit der Artillerie drauf. Mal kurz überlegen. Hier sind die. Das Ding. Aber alles eingekesselt. Die anderen sind platt. Hier drüben sind die. Das machen die schon. Eigentlich brauchen die hier meine Hilfe nicht mehr. Hm. Okay, dann gehe ich nämlich hier hoch. Schicken noch einen Bomber drauf. Und greifen an. Und nehmen den hier so ein Feld weg. Okay, das war nicht schlecht. Den könnte man angreifen, den theoretisch auch. Aber ich könnte hier jetzt auch einfach das Flugzeug noch drauf schicken, mache ich auch. Okay, ja, gehen wir mal auf die Infanterie. Sehr gut. So, das müssen die gleich machen. Ja, meinen Scout ziehe ich mal hier nach vorne. Kann er da ein bisschen supporten. Die hier gehen weiter nach vorne. Ist das eine Eisenbahnstrecke? Nee, ich habe aber keine Eisenbahn hier zur Verfügung, weil sonst kann man die schnell nämlich auch nach vorne verlegen. Okay, gut. Da kann ich nichts mehr machen. Das ist in Ordnung. Die Luftabwehr wäre eigentlich hier drüben gerade besser, aber bis die da ist, nach zwei Runden. Nee, ich lasse die Luftabwehr hier, damit ich hier möglichen Support habe, falls dann doch mal auf der Seite angegriffen wird. Auf der anderen Seite hier werde ich einfach mit den Flugzeugen weitermachen. Die sind alle gezogen, das ist okay. Die können nicht angreifen, weil sie da hinten stehen. Die lasse ich da stehen. Okay, das sieht ganz gut aus. Guck mal, und die kommen wahrscheinlich echt hier rum, blöden Penner. Ja, da muss ich natürlich gleich aufpassen. Ob ich jetzt das Flugzeug da drauf schicke oder nichts, macht eigentlich keinen Unterschied. Könnte man da eher nochmal drauf gehen, weil... okay, er kommt da nicht hin. Der? Ja. Dann haben die es hier gleich ein klein bisschen leichter. Sehr schön. Wir könnten ihn eigentlich replenischen, wenn er gerade eh nichts macht. Den auch, aber muss nicht unbedingt sein, ist nur das Aufklärungsflugzeug. Okay, dann das hatte ich schon. Los. Genau, er hat auf dem Schlachtfeld so Aufmerksamkeit erregt. Sein Name lautet offenbar Kommandante Vega. Okay. Feind dafür sind Seite. Alles klar. Ja, danke für die Info. Okay, also ist das der Bruder von der Ollen, die hier bei uns mitkämpft. Ne? Oh, da habe ich die Artillerie fast verloren, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja.
die sind jetzt schon hier, die sind da. Hm, das gefällt mir ja nicht so sehr. Wir sind jetzt zwei Jäger, der Bomber gerade nicht, weil der wahrscheinlich replenished. Okay, da muss ich gleich was überlegen, weiß ich jetzt noch nicht. Gucken wir erstmal hier. Die machen da weiter, sind ja jetzt auch schon einige inzwischen, die haben replenished. Die rücken hier oben schon vor. Okay, der Panzer hier ist wieder voll repariert. Das heißt, den muss ich jetzt mal wegmachen. Dafür nehmen wir ein Flugzeug, die Artillerie, die Pack. Okay, der geht weg, dann kann ich mit dem zweiten Flugzeug nämlich auch noch drauf. Die hätte man eigentlich auch da unten links bei den Italienern gut gebrauchen können, aber ist egal, scheiße, dass ich ihn schon bewegt hatte. Naja. Okay, er kommt bis dahin. Na, bleib an. Das hat ja viel gebracht. Alter, 15 Panzer. Mit Helden. Ah, okay, das ist der Kommandant. Oh mein Gott. So einer fetten Einheit. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Die Frage ist auch, wie ich echt hier vorgehen soll. Also ich habe die beiden Panzer noch. Eigentlich würde ich den ja ganz gerne mal wegmachen. Ich gehe mal hier, dann müsste der eingefesselt sein. Ja. Da ist eine Pack, das ist natürlich doof. Das hat hier erstmal so. Luftabwehr ziehe ich hier mit, damit die beiden da geschützt werden. Wobei eigentlich wird nur der eine geschützt, aber ist egal. Da mache ich nichts. Die Brückenpioniere ziehe ich weiter. Die sind schon lahm ohne Truck. So, meine Flugzeuge könnten eigentlich mal replenischen, aber ich brauche die, um hier Leute kaputt zu machen. Sehr schön. Toll, er schafft nur einen oder was? Ist ja doof. Na gut, dann nehmen wir den letzten Hilfe auch noch. Dann haben wir wenigstens wieder einen Jagdgeschwader abgeschossen. Ist ja immerhin auch nicht schlecht. So, und die Moralkiller könnte man hier verwenden. Die Frage ist, wie ich die wegkriege. Also das werde ich wohl kaum verhindern können, dass sie das Feld hier nehmen. Ich muss den hier replenischen. So, der Panzer ist hier jetzt natürlich nicht mehr so. Ja, da auch nur mittelgut. Tja, was mache ich da, was mache ich da? Die müsste ich eigentlich auch replenischen. Boah, ich weiß es echt nicht. Vielleicht den hier runterfahren und hier hingehen, damit der eingekesselt ist, dann mit dem Flugzeug drauf. Ich glaube, das mache ich. So, einmal das. Jetzt müsste ich hier einen runtergehen, damit der eingekesselt ist eigentlich. Ja, ist auch so. Sehr schön. So, dann machen wir mal ein bisschen die Moral runter. Wenn der den angreift, müsste die Artillerie eigentlich supporten. Ja. Flammenpanzer. Hm. Werde ich einmal replenischen, damit der gleich wieder voll einsatzfähig ist. Ah, das da ist echt übel. Erstmal hier kämpfen. Pisst sich erstmal, die müssen gleich geplenished werden. Da kämpfen ist nicht so gut, hier auch nicht. Dann werde ich die auch erstmal auffüllen. So. Er macht nichts, der steht dann nur einfach, damit die eingekesselt sind. Da muss ich mich später drum kümmern. Ich glaube, bis zu der Artillerie kommen die jetzt nicht. Okay, dann kann ich erstmal nicht wirklich mehr viel Sinnvolles machen. Ich lasse das einfach so stehen, wie es ist und guck mal, was die Verbündeten so machen. Sehr schön, damit ist das jetzt hier befreit.
Auch krass, dafür kriege ich keine Punkte. Also das zählt dann echt wohl für die Verbündeten, weil normalerweise, wenn man so Flaggen einnimmt, also so Felder, wo Flaggen drauf sind, dann bekommt man selber ja immer ein bisschen Prestige dafür, aber eben offenbar nicht, wenn es Verbündete machen. Oh, die geben ganz schön Gas hier, das ist nicht schlecht. Hey, die Luftabwehr darf mal was machen. Dass der so weit kommt, hätte ich nicht gedacht. Das hat der hier nämlich auch die Artillerie wieder fast kaputt gemacht. Ist Regen? Nee. Bewölkt. Okay, weil wenn es regnet, können die Flugzeuge nicht fliegen. Aber ist ja nicht. So. Die müssen wir jetzt diese Runde mal wegmachen. Könnten wir auch noch so ein Moral-Dings hier nehmen. Strategischen Bomber. Mach ich auch. Das hatte ich mir so erhofft. Sehr schön. So, die Brückenpioniere sind natürlich jetzt nicht die besten Kämpfer für hier unten. Deswegen ziehen wir diese Infanterie zurück. Die können jetzt endlich geplenished werden. Ah, schade, kann ich nicht mehr ziehen. Die könnte ich trotzdem weiterziehen als Support. Aber eigentlich müssen die nach vorne irgendwann mal. Gehen wir auch nach vorne. So, was mache ich mit diesem Superpanzer da? Und wieso? Ach so, weil da noch einer steht. Also Superpanzer, das Ding da meine ich. Der muss weg, aber der da muss auch weg. Der ist jetzt auch schon ziemlich am Boden moraltechnisch. Sehr schön. Wir machen erstmal das Flugzeug weg, denke ich. Kann man nämlich hier so. Ne, ich will jetzt nicht, dass der da hinläuft. Ich will den angreifen. Warum zeigt er das gleichzeitig an? Normalerweise. Normalerweise hat er immer nur eine von beiden Sachen. Weil ich würde natürlich gerne erst mit der Luftabwehr drauf und dann die Jäger noch drauf schicken und dann mal hoffen, dass ich den diese Runde wegkriege. Denn das ist ja wieder dieser Jagdbomber oder so. Gucken mal. Okay, auf jeden Fall nochmal die Moral ein bisschen runter. Einen können die nur abschießen. Boah, das geht mir echt ziemlich auf die Nerven. Ich meine, klar, die Jägerstaffeln sind jetzt hier auch nicht mehr voll. Aber trotzdem ist es ätzend. Ja, gerade mal geschafft, drei Flugzeuge abzuschießen und selber auch wieder ein paar verloren. Nicht gut. Ja, ich denke, ein Jäger hier, ein da. Wobei, da würde auch gehen. Also hier muss auf jeden Fall. Der muss mal ein bisschen runter reduziert werden. Auf den, der da ist ja sowieso schon eingekesselt. Okay, aber ich will. Ach nee, da steht ja der Panzer noch. Tja, was machen? Hier oben war da auch eigentlich ein Panzer, ne? Ich hätte echt sehr gern diesen Panzer da vorne gehabt. Der muss da bleiben, damit er eingekesselt bleibt. So, der hier kann was machen. Wieso sieht das hier so krass aus? Warum kriegt der so einen Support? Weil der einfach so ein krasser Typ ist wahrscheinlich. Dann könnte ich auch da angreifen. Mit dem könnte ich angreifen, aber bewegt er sich da wahrscheinlich raus. Die Pack ist natürlich cool, aber nicht im Angriff gegen den. Also ich will hier auf jeden Fall eine Einheit hinziehen, damit wenn er schießt, die Pack feuert. Der muss replenished werden, damit er überhaupt irgendwie noch was macht. Ah, es wird echt teuer. Also so eine Artillerie ständig immer wieder zu replenischen. Deswegen geht der Computer halt auch so gerne drauf. Da muss jetzt unbedingt eine Einheit hin. Könnte auch er erst schießen und dann eins runter. Ja, ich glaube, das mache ich. Selbst wenn er sich jetzt da wegbewegen würde, tut er nicht. Habe auch gar keinen Verlust verursacht. Geil. Auch nicht.
Boah, das sind ja alles hier die Mega-Schützen, die ich habe. Endlich. Also die Panzer taugen echt nicht so viel. Das jetzt nur gemacht, damit er wieder eingekesselt ist. So, die Pack steht gut. Könnte ich auch dahin? Macht das einen Unterschied? Nee, die bleibt da stehen. Dass hier das Feld noch ungeschützt ist, das gefällt mir natürlich nicht so. Aber kann ich mich hier nicht verhindern gerade. Der ist schon moralmäßig ganz unten. Hier oben, die machen das von selbst. Außerdem müsste ich die gleich, wenn, eher nach vorne verlegen, weil ich da eh nicht mehr hinkomme. Ja gut, dann einfach nur mal so. Eigentlich doof, weil dann kann er jetzt gleich da angreifen, also wenn er zurückfliegt und dann wiederkommt. Aber ich glaube, ich werde jetzt mit beiden Panzern hierhin vorrücken und angreifen. Den hatte ich zwar überlegt, da runterzuziehen, aber ich muss ja irgendwie vorangehen. Und wenn ich die hier eingekesselt kriege, dann sieht es für mich da natürlich ganz gut aus. So, hier unten muss ich allerdings aufpassen, aber das machen die schon. Okay, dann würde ich sagen, die Pack hat jetzt noch nichts gemacht, macht es aber auch nicht, die bleibt da so stehen, das ist gut. Hier habe ich gezogen, die Luftabwehr, ja, keine Ahnung, ziehen wir sie mal hier hin. Bomber hatte ich, okay, wieder Attack. Und los geht's. Doof, dass von denen nicht ein paar auch mit hier links rumkommen. Ich meine, klar, Primärziele sind ist das da und nicht links diese Basis. Aber ich kann nicht einfach nach hier vorne vorrücken und dann fallen die mir hier in die Flanke und machen mir die ganzen Einheiten weg. Das geht nicht. Gedacht habe, war ja eigentlich abzusehen, aber okay, ist egal. Hat er halt das gemacht, anstatt irgendeinen Panzer weg oder so. Ist zwar kein Bomber, aber ich glaube, der kann ja trotzdem den Panzer zumindest ankratzen. Aber das ist jetzt schon ordentlich Widerstand da oben. Der L-Kommandant, da verpisst sich wieder. So. So. Ja, hier muss ich echt gucken. Die stehen da natürlich jetzt gut so erhöht. Eigentlich muss ich auch auf ein erhöhtes Feld kommen irgendwie. Ah, ist das mies. Fünf-zwei geht gar nicht. 3-2 ist eigentlich auch doof. Ich werde es trotzdem machen. Ach scheiße, ich hätte den dahin ziehen sollen. Ah, sogar 4-2. Das Risiko will ich nicht eingehen, weil nicht, wenn die jetzt gleich angreifen, dass sie direkt drauf gehen. Was ist das mies? Ziehen wir die hier hinten rum. So, da haben wir das Flugzeug. Aber so besonders viel mache ich dagegen nicht mehr. Okay, also ich werde meine Jagdflugzeuge jetzt einfach mal alle wieder replenischen, damit die auch wieder ein bisschen mehr Schaden machen. Heißt, eine Runde kein Luftgedöns für mich. Also kein Jagdflieger-Gedöns. So, ich mache das und das. Den hätte ich natürlich auch wieder hierfür gut gebrauchen können, aber da habe ich jetzt ja schon den strategischen hingeschickt. Mann, ey, wieso kann ich die nicht kaputt machen? Mach die Pack jetzt. Jawohl. So, der da muss weg. Bei der Infanterie eigentlich auch.
Ich weiß nicht, ob es hier als überrannt zählt, weil das ja kein offenes Gelände ist. Er tut es nämlich nicht. Naja, egal. Nee, lieber so. Luftabwehr. Jetzt ich wieder ein Stück nach vorne, weil warum nicht? Artillerie können wir auch. Ach geil, und erhöhtes Feld. Schön weite Sicht. So, jetzt die Frage, ob ich den angehe oder... Nee, ich glaube, ich gehe lieber hier rüber. Ja. Ja, das ist doch gut. Dann werden die nämlich frei, um hier gleich wieder mehr machen zu können. Das ist nicht schlecht. Und ergeben. Sehr schön. Der konnte sich nirgendwo hin zurückziehen. Moral war schon ziemlich niedrig. Das ist gut. Blöd, dass die jetzt hier so ein Ärgernis sind. Aber okay. Kannst halt nichts machen. So. Hier alles bewegt. Da bewegt. Hier die Verbündeten rücken da weiter vor. Ich könnte natürlich auch befehlen hier, dass die verteidigen oder die Position halten, dann rücken die nicht noch weiter vor. Aber ich würde sagen, wir lassen die einfach da mal machen. Eigentlich ist das scheiße, das müsste irgendwie gleichzeitig passieren. Dann sagen wir denen mal Hold Position. Mal gucken, was die dann da machen. So, und das hier, also naja, müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das ausgeht. Das gefällt mir echt nicht. Wieder replenished. Okay, da stehen sie scheiße, da kann ich sie gleich relativ gut platt machen. Das ist sehr schön, weil es offenes Gelände ist. Ja, also hier oben mit den Nationalisten, da muss man echt mal gucken. So offenes Gelände. Problem ist, ich habe jetzt auch nicht mehr wirklich die Einheiten hier, aber doch, das machen wir auf jeden Fall. Zieh ich wieder zurück. Ja, was mache ich mit der Art? Das ist echt unglaublich, wie schlecht diese Flugzeuge sind hier. Ja, zwei Flugzeuge insgesamt verloren, vier abgeschossen. Ist ja jetzt nicht so verkehrt, aber wenn man überlegt, dass wenn das tatsächliche Zahlen wären und das wären jetzt irgendwie was, 52 Flugzeuge gegen 7, ja, und die schaffen es nur vier Dinger abzuschießen und schaffen es dabei aber trotzdem noch vier zu verlieren. Also, naja, Lappenverein. Da müsste der eingekesselt sein eigentlich. Ich glaube, allein deswegen ziehe ich den jetzt nur hierhin zurück, genau. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, der kann hier nicht einfach durchfahren zu der Artillerie, hoffe ich mal. Der weiß ich nicht. Das sehen wir gleich. So, was machen wir hier? Nehmen wir den. So. Oder so ist auch gut. Da oben steht irgendwo noch dieser Panzergeneral.
In der Hoffnung, dass der irgendwie Munition halt mehr verliert und eventuell auch weiter Moral runtergeht, aber das ist nicht der Fall. Packt nicht gut. Den hier können wir aber angehen. Aber warum nicht mit Aufklärer noch dabei? Genau. 1-1. Machen wir das. Okay, wenn der sich jetzt den holt, wäre cool. Mal sehen, aber das macht er da nicht. Die werden das nicht packen. Ah, ich ziehe es aber trotzdem mal vor. Und ich lasse trotzdem angreifen, ja, warum nicht? Bisschen moralische Einbußen noch. So, die müssen halt da irgendwie klarkommen. Hiermit kann ich nichts Sinnvolles machen, da will ich noch nicht so unterstützen. Ah, ich habe aber den Flughafen. Ich könnte jetzt die Flugzeuge schon mal ein bisschen nach vorne ziehen. Nee, oder kann ich nicht? Warum nicht? Achso, weil die wahrscheinlich, weil die taktischen zu groß sind für, also die strategischen zu groß sind für diesen Flughafen. Ihr seht halt, der geht. Der geht nicht. Das ist so, die strategischen Bomber sind halt viel größer als die taktischen. Ich meine, es ist hier nur eine U, aber das sind normalerweise hier diese größeren Dinger, ne? Also die Me 110, die Heinkel 111, sowas. Und die können halt da nicht auf so kleinen Flugfeldern landen, sondern die brauchen halt hier so einen Flugplatz. Und das hier ist nur ein Feldflugplatz. Das läuft halt nicht. Naja gut, dann bleiben die halt noch da stehen. Das hier ist gerade... Oh, wobei, die können sich jetzt ja gleich den Flughafen snacken. Ach, du Scheiße. Naja, egal. Gucken wir mal, was passiert. Würde ich sagen. Machen die Allies? Ah, okay, sind schon am Kämpfen da. Oder auch nicht. So, das heißt, hier hat er einfach nur geplänischt. Eigentlich gar nicht so doof von dem. Ist natürlich nicht so gut für mich. Wie kriege ich die Initiale weg? Der mir hier unten aber auch solche Probleme bereitet. Das ist schon echt ziemlich mies. Ist eigentlich die Luftabwehr jetzt gerade nur im Panzerabwehrmodus? Abwehr. So, den da hätte ich jetzt ganz gerne mal weg. Kommt da nicht hin. Ah, scheiße, ich dachte, ich kann mal ein Feld bewegen. Aber jetzt, ich will den nicht weg. Die werden jetzt da mal angreifen. Da kann ich nicht viel machen. Ich ziehe den aber wieder zurück. Diese Pack darf einmal dänischen. Artillerie ziehe ich vor, damit die hier abdecken kann, wenn die angreifen.
Sie jetzt noch nicht dahin, glaube ich. Die bleiben einfach stehen. Der Bomber von dem wird wieder aufgefüllt, denke ich. Deswegen soll diese Runde nicht da. So, in der Theorie könnten die es schaffen, den abzuschießen. Ja, können funktionieren. Nee. Richtig schlecht. Naja. Hier oben kann ich nicht viel machen mit den Panzern im Moment. Eigentlich sollte ich hier nach links vorrücken und mir den ganzen Kram dann noch snacken. Problem ist, ich weiß nicht genau, was da so kommt. Na, wir gucken mal. Okay, das da ist eine Artillerie. Na gut, lassen wir es mal so. Sehr schön. Das ist wieder der Bomber. Den werde ich das ganze Spiel wahrscheinlich nicht wegkriegen. Also nicht, wenn die den ständig wieder auffüllen. Werden sie wahrscheinlich den Jäger gerade auffüllen, weil der nicht da ist. Ich kann natürlich mit der Luftabwehr drauf und dann mit den Jagdflugzeugen. Die haben ihn schon wieder aufgefüllt. Jetzt werden sie sich weiter dahin zurückziehen und noch näher an die Stadt kommen. Ah ne, machen sie aber nicht. Shit, ich hätte erst dann angefangen. Kann ich jetzt. Unglaublich, dass ein so ein Trupp hier solche Schwierigkeiten treibt. Und da ist jetzt auch schon wieder gut Zeug nachbekommen. So, und wieder theoretisch könnte ich den komplett jetzt abschießen. Ja. Ja, könnte noch gehen. Könnte immer noch gehen. Oh Gott, natürlich nicht. Alter, was ätzend.
Schützen zu supporten bringt nicht wirklich was. Luftabwehr. Hier könnte man, das könnte man. Das wäre auch nicht schlecht. Aber das Luftabwehr. Ja, ich mach mal das hier. Einfach nur ein bisschen da die Zahl zu reduzieren. So, jetzt muss ich echt gucken, wie ich so vorgehe. Also das kriegen die ja wohl mal hoffentlich irgendwann geregelt. Ich würde ja schon ganz gerne mir da die ganzen Punkte holen, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich hier so auf die Reihe kriege. Ich kann ja unbedingt mal die Panzer auffüllen zwischendurch. Attack, die anderen Flugzeuge, der bleibt da stehen, schön. Ja, in Ordnung, kann ich nicht mehr machen wirklich. Doch, Moment, hier habe ich noch die, den Aufklärer, das bringt alles nichts, das auch nicht. Die Artillerie kann natürlich schießen. Ziehe ich jetzt mal, wobei, dann werden die einfach da drauf gehen, ja, egal, jetzt zu spät. Nicht gut. Ich ziehe den mal hier ran, einfach um ein bisschen Support zu geben. Hier haben wir noch eine Pack. Könnte ich, ja, da reicht nicht. Aber ich ziehe sie trotzdem schon. Ach scheiße, da steht noch Infanterie. Oh Gott. Naja. Gut, ist so wie es ist. Und die Verbündeten sind dran. Sehr schön, die holen jetzt gleich schon mal noch ein Siegfeld. Blöde Idee. Oh Gott, sogar von beiden. Bei den Brückenpionieren reicht theoretisch, wenn nur noch einer lebt. Der legt die Brücke genauso wie 15, wie auch immer er das macht. Aber es geht halt. Okay, aufgrund der Zeit werde ich diese Runde jetzt noch spielen, dann mal speichern und die zweiten 10 Runden, also Runden 11 bis 20, in ein zweites Video packen. Ich werde das aber kurz hier nach direkt posten, also keine Angst, ne, das so von wegen, oh mein Gott, ich muss wieder lange warten, wenn ich das jetzt geguckt habe oder so. Ja, nur wie gesagt, ich hatte mich ein bisschen mit der Zeit verschätzt, deswegen habe auch nicht gedacht, dass das jetzt hier so lange dauert. Deswegen werde ich jetzt nicht diese Mission komplett durchspielen, sondern einfach mal noch gucken, wie weit ich jetzt in der Runde komme, abspeichern und dann gibt es den zweiten Teil. Jetzt mach die doch mal weg. Na, endlich. Okay. So, dann können wir uns jetzt noch nach oben bewegen. Artillerie nehme ich auch, sehr schön. Weil ich da wieder aufpassen muss mit dem Jäger. Den kann ich jetzt aber... nee, den kriege ich wahrscheinlich nicht. Muss ich mal gucken. So, die Pack hier kann nichts machen. Okay, warum kann ich nichts machen? Weil wir ziehen alle das. Ja, alles klar. Von den Pferden. Mhm. Okay. Dann wird die halt replenished. Im Panzergeneral 1 oder in, nicht Panzergeneral, im Panzerkorps 1. Wieso haben... Ach nee, die haben einfach keinen Treibstoff, weil es ja eben Pferde sind. Stand ja 0 von 0. Aber wieso konnte ich die jetzt nicht bewegen? Weil Moral schlecht war oder was? Keine Ahnung. Aber Panzerkorps 1 konnte man auch einfach Sprit und Munition auffüllen. Also weil da die Einheiten nämlich auch Sprit und Munition verbrauchen und nicht automatisch am Anfang der Runde aufgefüllt werden. Was auch ganz cool ist. Alles nochmal ein bisschen erschwert natürlich. Wäre cool, wenn ich die diese Runde wegkriege, aber wahrscheinlich wird das wieder nichts. Ah, nee, weil der von den Packs jetzt geschützt wird. Also einmal von der Pack geschützt ist hier.
machen wir. Das Flugzeug geht auch nicht wegen der Luftabwehr. Eieiei. Ja gut, dann geht's hier nochmal auf die Infanterie halt, klar. Mal einen zurück, da muss er nämlich die Position verlassen, wobei jetzt wird er einfach den da angreifen. Kann ich nicht effektiv irgendwas mit diesem Fahrzeug machen, außer diese Aufklärungsunterstützung zu geben. Deswegen ziehe ich den jetzt hier runter. Okay, da müssen jetzt gleich die Flugzeuge hin. Den ziehe ich mal mit hier hoch, damit er hier noch was helfen kann. Vielleicht da dann so gegen. Das ist ja sogar gar nicht mal schlecht. Der kommt gleich hinterher. Der kommt nachher hinterher. So, und jetzt mit meinem Flugzeugen deren Jäger wieder kaputt machen. Was heißt wieder überhaupt mal kaputt machen? Na, theoretisch könnte ich ihn kriegen. Wenn ich denn alle Flugzeuge rankriege. Natürlich nicht. Boah, Gott. Naja, okay. Aber gucken wir mal. Theoretisch geht's trotzdem. Weil, ne, seht ihr immer zwei Abschüsse maximal. Ja, könnte noch gehen. Könnte immer noch gehen. Und nur ein Abschuss. Oh Gott. Naja, ich habe ja dieses Pechvogel-Dings, dass es nicht besser sein kann als das, was da steht. Also als das, was der als ungefähren Ausgang berechnet. Und ja, das ist natürlich nicht hilfreich. Scheiße, ich will den unbedingt weghaben, da. Ich glaube, das mache ich jetzt auch wenn ich ein Flugzeug verliere. Aber dann ist das, da kann er den nicht mehr replenischen. Hat auch natürlich nicht funktioniert. Cool. So, was mache ich mit meinem Bomber? Auf die Infanterie gehen? Hier ist nichts mehr, macht keinen Sinn. Hier oben, das wäre nicht schlecht. Einfach damit die weiter down geht. Ja, ich werde hier auf die Infanterie gehen. Genau, einfach um die auch weiter runter zu machen. Schade, da komme ich nicht hin, aber ein Feld komme ich noch weiter, okay. Ja, und mehr. Ich versetze trotzdem mal hier den Aufklärer nach vorne. Ah, okay, das Flugzeug. Ja, klar, da schicke ich bestimmt die Flugzeuge hin. Jetzt natürlich noch nicht. Okay, ja, ich würde sagen, an dieser Stelle bin ich für heute erstmal raus. Ich speichere das Spiel so ab und dann kommt der zweite Teil direkt kurz danach, sodass man quasi direkt weitergucken kann. Vielleicht mache ich das so Samstag den einen, Sonntag den zweiten. Vielleicht mache ich es auch beide direkt gleichzeitig, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich sage an der Stelle... Oh, scheiße. Der geht natürlich zurück. Ich sage an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschö.